Das ist halt ein Dröhnen im Kopf. Das ist wie, als würde ein Zug durch den Kopf fahren. Olli ist drogenabhängig und auf der Suche nach Stoff. Ja, Probleme über Probleme. Das sind 80 Euro und die muss man jeden Tag halt machen. Geld für Heroin und Crack konsumiert auf der Straße. Das ist die offene Drogenszene von Bremen. Verdrängung und Kontrollen der Polizei lösen dieses Problem nicht. Den Kick willst du immer und immer und immer wieder. Die Abhängigkeit gehört zu ihrem Leben dazu. Das hat Streetworker Sebastian akzeptiert. Seine Arbeit soll helfen, zumindest sauber zu konsumieren, nicht straffällig zu werden und im Alltag irgendwie klarzukommen. Dann macht man die Leute halt auch irgendwann, wenn man die so eine Zeit lang betreut und mit denen so durch ihre Höhen und Tiefen so durchgeht. Ne? Menschen, die offen auf der Straße Heroin spritzen oder Crack rauchen, sind von der Gesellschaft ausgeschlossen. Seit Corona noch mehr als zuvor. Die werden ja abfällig Junkies genannt. Das bedeutet so viel wie menschlicher Müll. Schon krass. Ich will wissen, wer sind diese Menschen? Was sind da für Geschichten dahinter? Wie leben sie und wie sind sie dahin gekommen? Ich bin in Bremen. Neben Frankfurt, Hannover und Hamburg gibt es auch hier eine offene Crack-Szene. Heißt Drogenabhängige und Dealer, die sich rund um den Hauptbahnhof aufhalten. Einer, der Crack konsumiert, ist Olli. Ich habe ihn vor ein paar Minuten angesprochen und darf ihn jetzt begleiten. Olli ist 39 Jahre alt, gebürtig aus Bremerhaven, seit Mitte der 90er lebt er in Bremen. Insgesamt 13 Jahre auf der Straße. Was ist denn das alles, was du da mit dir rumträgst? Da mein Besteck und halt mein Leben. Mit Besteck sind seine Drogenutensilien gemeint. Ich bin Junkie seit 23 Jahren. Ich habe als kleiner Junge angefangen. Wow. Mit harten Drogen. Okay. So. Womit denn? Ich habe direkt mit Heroin angefangen. Und da warst du wie alt? 12. 12 Jahre und 3 Monate, genau. Das ist ja echt viel. Ja. Wie kam das denn? Geburt meines ersten Sohns. Ja. Oh, wow. Okay, krass. Und wie ging es denn weiter? Ja, Pflegefamilien und halt ja, meine Drogenkarriere steil bergauf. Und seit wann nimmst du Crack? Ja, seit 18, 19 Jahre. Okay. Was ist denn das Spezielle am Crack-Rauchen, würdest du sagen? Der Zug im Kopf. So der Zug. Also man raucht und das ist halt ein Dröhnen im Kopf. Das ist wie, als würde ein Zug durch den Kopf fahren. Das ist gut. Ja, das ist halt das Besondere, der besondere Kick an diesem. Ja. Heroin spritzt sich Olli, davon ist er körperlich abhängig. Crack raucht er, wie er sagt, zum Spaß. Crack ist mit Natron aufgekochtes Kokain, nur zum Spaß macht man das nicht lange. Crack gilt neben Methamphetamin und Nikotin als die Droge mit dem höchsten psychischen Abhängigkeitspotenzial. Ich mag diese Stelle. Welche? Ja, ab hier ist Maskenpflicht aufgehoben. Wo gehen wir denn jetzt hin? Zu meiner alten Platte. Ist nicht weit hier. Seine alte Platte, das ist ein Verschlag unter den Bahngleisen. Und den hat ein Bekannter im Suff abgefackelt. 5,5 Monate hat Olli dort gelebt. Das war mal meine Platte. Hey. Ja, da drin ist viel, viel schlimmer. Was war denn da alles drin? Bett, 2 Betten, Tisch, Schrank. Wie andere Leute eine Wohnung besitzen, war das für mich mein Zuhause. Wäre denn denkbar für dich in deinem Leben, dass du nochmal in der Wohnung wohnst, in der richtigen? Nee. Ich. Da in der Wohnung ist mir eine Wand zu viel. Welche denn? Egal. Ich halte das nicht mal beim Bekannten übernachten. So einen Tag, länger als einen Tag, den schaffe ich. Schau ich nicht. Weil dann irgendwie so dein Freiheitsgefühl beraubt ist. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand lieber auf der Straße schläft, als in einer sicheren Wohnung. Aktuell pennt Olli vorm Bahnhof. Er will sich in den nächsten Tagen ein Zelt besorgen. Hinterm Bahnhof gäbe es Orte, an denen Zelten geduldet würde. Ich will von Olli wissen, wie sein Tag so aussieht. Hier raucht er übrigens nur Tabak. Meistens stehe ich mittags auf,
mich gesund machen. Ja, und dann über den Tag schnorren, um mir Kokain leisten zu können. Ja. Dich gesund machen, was meinst du damit? Stoff nehmen, Heroin. So ohne sowas, ohne das Zeug geht's halt nicht mehr. Alles tut weh, Gliederschmerzen, Gelenke. Also ohne Materie ist keine Chance, in den Tag zu kommen. Meinst du, dass du nochmal loskommst davon im Leben? Ich habe so viele Entzüge gemacht und alle sind gescheitert. Mein längster war 26 Monate. Dass Olli mit 12 Jahren das erste Mal Heroin genommen hat, weil er Vater geworden ist, lässt mich nicht los. Ich frag dann nochmal nach. Seinen ersten Schuss hat ihm damals seine Dealerin gesetzt, als er sie nach einer Droge gefragt hat, die vergessen lässt, sagt er. Meine Psyche hat einen extremen Knacks davon getragen, so früh Papa zu werden. Das glaube ich. So selbst noch ein Kind und ja. Hast du den Kontakt zu deinem Kind? Viele Menschen, die drogenabhängig werden, sind seelisch im Ungleichgewicht oder haben traumatische Erfahrungen gemacht und nehmen Drogen, um überhaupt damit umgehen zu können, erzählt Sebastian. Er ist Streetworker. Heute Morgen um 8 hat er mich in den Räumen von Comeback empfangen. Der Träger bietet ambulante Hilfe für drogengefährdete und abhängige Menschen, direkt am Bremer Hauptbahnhof. Also wir haben hier so, ne, ganz normal Küchenbereich, so. Mit Tresen und so, das ist im Moment nicht. Das hier ist so der Aufenthaltsraum. Hier wird normalerweise Mittagessen und Frühstück gemacht. Jetzt gerade gar nichts. Ist hier noch so Sozialarbeit und Wartezimmer eben halt für die Ambulanz. Aktuell ist das Hilfsangebot aufgrund des Lockdowns stark eingeschränkt. Normalerweise ist hier aber ab 9 Uhr einiges an Betrieb. Gerade gibt es nur Essen zum Mitnehmen und zur Ruhe kommen ist auch nicht mehr. Die Konsumenten sind auf Suppenküchen angewiesen und verbringen noch mehr Zeit auf der Straße. Hier kannst du schon mal gucken, wo wir nachher hingehen. Also, wenn du jetzt hier so ein bisschen runterkommst, da drüben, das ist die Brake, das ist das Regierungsviertel. Ja. Und da drüben ist die alte Brake, wo dieses Gitter ist. Und das war so ein Innenhof. Als sie das zugemacht haben, ja. Es ist angefangen, in den Wald zu wandern und im Moment stehen sie da drüben, um diesen ganzen Platz hier ordentlich zu halten, ne? Damit hier ja keine Leute sich ansammeln. Ist natürlich, hat so zwei Sachen, ne? Einmal ist es verständlich, weil, ne, ich glaube, keiner möchte sowas vor seiner Haustür haben. Das Zweite ist natürlich für uns total doof, weil wir nicht so arbeiten können, wie wir wollen. Sie, damit meint Sebastian die Polizei. Und sowas, damit meint er die offene Drogenszene. Die Crack-Szene wächst übrigens kontinuierlich, erzählt er noch. Genaue Zahlen dazu gibt's aber nicht. Das ist unsere offene Beratung. Hier machen wir so Sozialarbeit für mal eben schnell. Sowas wie Arbeitslosengeld 2-Anträge ausfüllen, mit Krankenkassen oder Entgiftungskliniken telefonieren. Postfächer einrichten, weil viele ja eben halt keine feste Meldeadresse haben. Und eine Meldeadresse wiederum ist wichtig, damit sowas wie Krankenkasse funktioniert und ärztliche Versorgung oder Substitution stattfinden kann. Was der Raum auch ist, Anlaufstelle für die, die saubere Drogenutensilien brauchen. Und die sind schon früh auf den Beinen. Ja, kann ich gleich mal. 18er oder? 20er, kurz und lang bitte. Ja. Ja, gebe ich dir. Brauchst du Wasser? Habe ich auch, danke. Okay. Filter? Habe ich auch, danke. Pfanne? Ja, die ja. Ich habe so kaum geschlüpft zu sein. Vielen Dank. Bitte. Tschüss. Muss man eben gucken, ob sie rausgehen? Ja. Du musst aber rausgehen, ne? Okay. Verstehst du? Ja. Tschüss. So.
müssen wir halt immer, ist halt ein Problem hier, ne? Also so, wir haben zwar einen Konsumraum, aber trotzdem müssen wir halt immer aufpassen, dass die Leute hier nicht konsumieren. So. Weil der Konsumraum nicht dort ist, wo sie gerade war. Genau, das ist, jeder Weg ist weit, ne? Zum Konsumraum oder Druckraum später mehr. Dort werde ich mit Sebastian noch hingehen. Aber erstmal zeigt er mir, was hier alles noch an Hilfe rausgeht. Konsumenten bringen ihre alten Nadeln und Spritzen. Im Gegenzug bekommen sie neues Material. Das damit sehe ich dann hier so an. Wie viele sind da? Also von einem Tag? Oder kann man also sagen, wie lange? Nee, ich würde jetzt sagen, das ist eine Woche. So, okay. Ne? Also das sind schon viele. Ne? Das sind halt unterschiedliche Nadeln. So 20er. Lang und kurz für unterschiedliche Venen und 18er lang und kurz für unterschiedliche Venen und 1er haben wir. Und dann eben halt unterschiedliche Spritzen. Und nochmal hat jemand ein Anliegen vor der offiziellen Öffnungszeit. Was kann ich für dich tun? Nee, alles gut. Du wirst nicht gefilmt, alles gut. Ja, alles gut, dann bist du noch. Nee, alles gut, kannst ruhig mit mir quatschen, ich komme eben kurz raus. Im Gang ein Konsument, den Sebastian schon länger kennt. So. Du kennst die meisten, ha? Ja, wenn man 8 Stunden jeden Tag hier ist, kennt man die meisten Leute. Und ja, da ist dann halt nochmal so eine besondere Ebene halt immer da. Ne? Also da macht man die Leute halt auch irgendwann, wenn man die so eine Zeit lang betreut und mit denen so durch ihre Höhen und Tiefen so durchgeht. Ne? Okay, weiter im Text. Was gibt es noch hier? Steriles Wasser. Wir geben das halt mit raus, weil also die Leute nehmen halt die unterschiedlichsten Sachen, um sich in Kram aufzukochen. So. Also von Wasser vielleicht aus dem Waldgraben bis Bier oder so. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das machen. Also Kaisernatron. Kenne ich nur auf dem Backen. Genau, wird auch zum Steinkochen, also zum Crackkochen verwendet. Dass der Träger Utensilien zum Drogenkonsumieren rausgibt, habe schon viele Menschenleben gerettet und vor Infektionskrankheiten und massiven Wunden geschützt, sagt Sebastian. Ohne ihr Angebot würden sie dreckiges Material zum Konsum benutzen und das kann lebensgefährlich sein. So, Pumpentausch findet dann hier immer statt. Also das bedeutet, die Leute müssen gar nicht erst in die Einrichtung, sondern können hier mal eben schnell tauschen. Pumpentausch, also der Tausch von Spritzen und Konsumutensilien. Wir haben vor Corona haben wir so ungefähr 150 Leute am Tag gehabt in der Einrichtung. Und dann ist das ganz gut, wenn die Leute, die nur Utensilien tauschen wollen, auch nicht unbedingt noch drin sind. Sonst werde es zu unruhig und auch, weil sich viele nicht an die Hygieneregeln halten und ohne Maske reinkommen. Erstaunlicherweise hätte es seit Anfang der Pandemie nur 2 bestätigte Corona-Fälle gegeben, erzählt mir Sebastian. So wenig hätte ich nicht erwartet. Und es macht auf der anderen Seite was sehr Trauriges klar, ne? Weil es macht halt klar, dass die soziale Isolierung halt so extrem ist, dass es da den Weg in dieses Klientel nicht findet. Jetzt ist für Sebastian aber Zeit, um auf die Straße zu gehen. Er nimmt dafür immer einen großen Rucksack mit bereits vorgepackten Tüten in unterschiedlichen Größen und für die verschiedenen Konsumarten mit. Das ist für Crack, also Rauchtüten, Natron, Siebe, Wasser. Mhm. Ist quasi schon, du hast also ein so ein Tütchen direkt fertig, du hast jemanden, der Crack raucht und dem gibst du einfach ein Tütchen und da sind alles, was man dafür braucht, drin. Ja, bis auf. So eine Wundertüte. Bis auf das Kokain natürlich, ne? Aber sonst ist da alles drin. Sebastian kündigt an, dass es heute schwer wird, Leute zu finden, weil die Polizei aktuell so präsent ist. Also müssen wir erstmal suchen. Hier vorne ist das die vergitterte Brake, wo früher ein Teil der Szene sehr in sich geschlossen existiert hat. Und dann wurde es vergittert und zugemacht. Und dadurch ist es dann rausgedrückt, ja, in das Bahnhofsumfeld. Und so ist das eben halt immer bei Vertreibung, ne, wenn man, es ist so ein bisschen wie bei diesem Jahrmarktspiel, ne, wo immer so diese Köpfe rauskommen und so, dann, man haut darauf und dann kommt das woanders wieder raus. Und das ist so ein bisschen das, was gerade eben halt auch da so stattfindet, ne, durch die ganze Präsenz.
Ich habe Sebastian versprochen, bei der Übergabe von Konsummaterial keine Gesichter zu filmen und die Kamera auszumachen oder einzustecken, wenn wir Konsum- oder Schlafplätze besuchen. Das Vertrauen in der Szene hat sich der Streetworker sensibel erarbeitet. Konsumutensilien verteilen ist jetzt nicht der Hauptteil, sondern es ist eine Form, in den Kontakt zu gehen, um danach weiter in die Sozialarbeit zu gehen. Also eben halt zu klären, okay, wo hapert es denn bei dir? Was können wir tun, damit du vielleicht in Leistungsbezug kommst, in eine andere Wohnsituation, vielleicht in Substitution? Wie sieht das aus mit irgendwelchen Strafen, die vielleicht offen sind? Wie ist die Gesundheitsversorgung, Anbindung ans Gesundheitssystem, solche Sachen? Das ist quasi so der Türöffner für die Menschen, die sich zum Beispiel nicht trauen, zu uns zu kommen. Mein Eindruck von Sebastian, der ist mit Herz und Seele dabei, immer auf Augenhöhe. Kumpel sowie Kümmerer, das beeindruckt mich. Ich frage mich, wie die meisten hier Geld verdienen, um sich den Stoff zu leisten. Jaden treffe ich beim Zeitungenverkaufen hinterm Hauptbahnhof. Ich verkaufe Zeitungen am liebsten auf den Gleisen. Mhm. Das da war verboten. Okay. Die Deutsche Bahn mag das nicht so gerne, wenn wir da Zeitungen verkaufen. Ja. Deswegen, ich habe mich gerade hinten in den Bahnhof reingestellt, das ist auch verboten. Okay. Aber mir war kalt halt und man muss ja erfinderisch sein halt. Und ja, so wie der Zeitungsverkauf gestaltet sich eher schwer im Moment. Mhm. Durch Corona und alles. Jaden ist genervt. Seit der Pandemie wären die Leute hier desinteressierter als zuvor. Geld verdienen ist für ihn noch schwerer geworden. Wenn ich jemanden anspreche und eine Zeitung anbiete, ich erwarte da großartig gar nichts. Nicht mal ein Danke oder so, weil ein einfaches Nein. Kann jeder, denke ich, sagen. Vor allem, wenn man freundlich angesprochen wird. Auch Jaden ist drogenabhängig, erzählt er mir. Er ist 42 Jahre alt, hat 10 Jahre in Haft gesessen. Das letzte Mal 2016. Danach habe er sich geschworen, keine Straftaten mehr zu begehen, um seine Drogen zu finanzieren. Also ich bin mit 14 von zu Hause weggegangen. Mit fast 14 ins Heim. Dort bin ich dann mit 14 das erste Mal in Kontakt mit Cannabis gekommen. Ich denke mal, wäre ich bei meiner Mutter geblieben, wäre ich Alkoholiker geworden. Also ich trinke keinen Alkohol, gar keinen Alkohol. So, und dann hat das halt so seinen Lauf genommen. Heroin kam ziemlich spät, mit Mitte 20. Und die anderen Partydrogen, die kamen so zwischendurch immer mal wieder so. Vor 2 Jahren habe ich aufgehört zu ballern, halt zu spritzen. Und ja, dann fing das irgendwann an, halt, dass ich vor einem Jahr ungefähr Crack angefangen habe zu rauchen. Ja. Okay. Und was gibt es dir? Also mir gibt das schon so ein bisschen innerliche Befriedigung, so innerliche Ruhe und sowas. Mhm. Ne? Was ist denn die größte Herausforderung? So, ja, das Geld besorgen jeden Tag. So, ich rauche ungefähr 1 Gramm Crack. Oder beziehungsweise ich koche 1 Gramm Kokain auf am Tag. Das sagen wir so ungefähr 50 Euro. Dann konsumiere ich noch 1 Gramm bis 1,5 Gramm Heroin. Das sind auch noch mal so 20 bis 30 Euro. Das sind 80 Euro. Und die muss man jeden Tag halt machen. Danke euch. Mach's gut. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Ich habe das Wort Junkie wieder im Kopf. Junk übersetzt Müll. Menschlicher Müll, also was für ein Scheißstempel. Auf mich macht Jaden einen netten Eindruck. Willst du auch so ein bisschen mal sehen, wozu Corona oder was Corona so macht eigentlich? Ja. Ja, machen wir mal. Ist halt im Moment keiner da. Gastronomie ist geschlossen. Ne? Ist ja eigentlich so eine Gastronomie, Hotelgewerbe. Die Plätze sind halt hier alle verwaist. Und es macht natürlich viele Freiräume offen. Ne? So. Und dadurch, dass eben halt alle anderen Räume gerade so reglementiert werden auch. Findet es dann eben halt da seine Auswüchse oder wie man das auch immer formulieren möchte. So. Dabei gibt es in Bremen seit einem halben Jahr die Möglichkeit, sicher und geschützt zu konsumieren. In einem Druckraum, 10 Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof entfernt. In Frankfurt und Hamburg gibt es die schon seit rund 25 Jahren. Dadurch haben sich die Zahl der Drogentodesfälle verringert. Weniger Menschen haben sich mit Krankheiten infiziert. Und Drogenkonsum in der Öffentlichkeit wurde eingedämmt.
Offensichtlich verirren sich auch noch nicht so richtig viele hierher. Das liegt wohl erstens daran, dass das Gerücht rumgeht, dass man hier erstmal irgendwie ein Therapeutengespräch braucht, bevor man was nehmen darf. Und eben auch, ja, weil es ein bisschen weiter weg von der Szene ist und der Weg dann doch ein bisschen lang. Der Plan ist, dass auch die Räumlichkeiten der Drogenhilfe vom Bahnhof nach hier umziehen. Aber noch ist das Zukunftsmusik. Kannst du uns mal kurz erzählen, wie viel jetzt da los war? Also da war ein Konsument, glaube ich, ein oder zwei. Ich weiß es gar nicht so genau. Und genau, die konsumieren da jetzt. Und dann dürfen wir da natürlich nicht rein, weil sie ihre Ruhe brauchen. Ne? Das Angebot soll natürlich gut angenommen werden. Von Olli will ich wissen, was er davon hält. Nutzt du auch den Druckraum? Nein, ich war da noch nie. Kannst du dir erklären, warum? Ist da irgendwie eine Skepsis? Beobachtet zu werden. Die meisten Leute wollen ihren Turn ohne jemanden in der Radlerscheibe. So. Also ich mag das auch nicht wirklich, wenn man mir beim Knallermachen zuguckt, wie ich mir eine Nadel vorziehe. Wenn man so, das ist halt, aber macht nicht jeder. Am und um den Bahnhof findet eigentlich Ollis ganzes Leben statt, auch das Geld ranschaffen. Das ist halt mein Schnorrplatz, meine Geldquelle. Rund 60 Euro schnorrt er sich am Tag zusammen. Die müsse er mindestens haben. Allein ein Stein Crack kostet 5 bis 10 Euro. Eine offene Crack-Szene hat sich laut der Studie Drugs and Urban Security übrigens erst vor 3 Jahren in Bremen entwickelt, bestätigt mir auch Sebastian. Ja, kommen jeden Tag locker 2 neue Konsumenten dazu. Weil die wissen, hier gibt's das. Ja, man kann mittlerweile hier Steine kaufen, man muss das nicht mehr selber aufkochen. Und wie lange hält das so an? Ein paar Minuten. Gar nicht so geil, ne? Aber es ist halt der Kick. Den Kick willst du immer und immer und immer wieder. Nach 2 Stunden hat Olli etwas mehr als 10 Euro zusammen und dafür will er sich direkt eine Kugel kaufen, also ein Stück Kokain. Und jetzt geht's... Drogen kaufen. Aber da darfst du nicht filmen. So. Nee, das der Erste wird kontrollieren. Olli will schnell um die Ecke was kaufen gehen, aber schnell geht da gerade nichts. Ja, er wird kontrolliert gerade. Überall Polizei. Das war anstrengend schon wieder. Die Polizei kontrolliert hier vor allem Dealer, aber sie macht auch regelmäßig Razzien bei Drogenabhängigen. Junkies wollen sie allgemein aus dem Stadtbild haben, egal in welcher Stadt. Aber die gibt's halt. Die kann man nicht irgendwo abstellen und ja, hoffen, die bleiben da. Für Olli geht die Suche nach Stoff weiter. Seit einer halben Stunde hat er keinen Dealer gefunden, der ihm was verkauft. Oh Mann, kannst du schon wieder nicht sein, Mann. Ja, Probleme über Probleme. Ich hasse es. Tatsächlich sehe ich in alle Himmelsrichtungen Polizei. Nur einen sehe ich jetzt nicht mehr, Olli. Er sagte, er gehe kurz noch mal um die Ecke nach Dealern gucken, samt meinem Ansteckmikrofon an seiner Jacke. Es ist jetzt 1 Stunde her, seit ich den Olli das letzte Mal gesehen habe. So langsam wäre ich ehrlich gesagt ein bisschen unruhig. Wir waren eigentlich verabredet, dass wenn er seine Drogen gekauft hat, dass er wiederkommt und ich ihn weiterhin begleiten kann. Ist nur die Frage, ob er das wirklich macht. Und ich bin mir jetzt auch nicht so richtig sicher, ob ich jetzt weitermachen soll oder ob ich einfach mal auf die Suche gehe. Ah, scheiß gut. An diesem Tag finde ich Olli nicht mehr wieder. Also mache ich mich am nächsten Morgen nochmal auf die Suche. Da hinten an dem Bütchen, da ist Ollis Platz, da sind auch seine Sachen. Aber die liegen da auch schon seit gestern Abend und von ihm ist keine Spur leider. Nächster Tag, gleicher Ort. Es ist kalt und ungemütlich.
Hier leben Menschen wie Olli. Hier schaffen sie jeden Tag 7 Tage die Woche Geld für Stoff ran. Egal ob fürs Betteln, Übernachten oder ihren Konsum. Alles ist mindestens eine Ordnungswidrigkeit. Ich find's echt ein heftiges Leben. Ich hab's jetzt noch einmal versuchen wollen, aber hab den Olli auch heute nicht gefunden. An seinem Platz ist er weiterhin nicht und die Frau, die neben ihm sitzt, und da offensichtlich auch immer ist, die habe ich gerade gefragt und die sagte, nee, er wäre die letzten beiden Tage nicht da gewesen. Also ist offensichtlich verschollen und damit auch unser Funkmikrofon. Ich gebe es jetzt auf. Ich hätte ihn gern nochmal gesehen. Hallo, ich bin David Donschen, ein Kollege von Anne vom Y-Kollektiv und auch ich habe mich mit dem Thema Drogensucht beschäftigt. Ich habe 2 junge Menschen getroffen, die heroinabhängig sind und bin dabei so ein bisschen der Frage nachgegangen, ja, wie kann es eigentlich sein, dass Menschen, die sehr wohlbehütet und auch geschützt groß werden, am Ende heroinabhängig sind. Zu hören gibt es das Ganze im neuen Y-Kollektiv-Podcast in der ARD-Audiothek ab dem 2.2. und den Link dazu gibt es hier unten in der Videobeschreibung.